Willkommen zur Supermolekülminute. Unser heutiges Thema startet spektakulär. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, also das nenne ich eine Verbrennung, nicht wahr? Also im Prinzip passiert in dieser Rakete das Gleiche wie auf meinem kleinen, süßen Docht hier, nur mit ein bisschen anderen Mengen. Diese Flamme verbraucht so 3 bis 4 Gramm Brennmaterial in der Stunde. In einer Rakete verbrennen ungefähr 10 bis 15 Tonnen Treibstoff pro Sekunde. Aber wartet mal, haben wir nicht in der letzten Sendung festgestellt, dass es kein Feuer ohne Sauerstoff gibt? Also wie funktioniert der Antrieb von so einer Rakete? Im Weltall, wo ja bekanntlich Vakuum herrscht, das heißt kein Gramm Sauerstoff vorhanden ist. Ja, damit die Benzinverbrennung in einem normalen Motor funktioniert, muss auch tatsächlich vor jeder Zündung Luft angesaugt werden, also Sauerstoff. Ein gewöhnliches Auto würde auf dem Mond im Vakuum keinen einzigen Meter fahren. Eine Rakete muss also, um im luftleeren Raum zu fliegen, ihren eigenen Sauerstoffvorrat mittransportieren. In Gasform geht das gar nicht. Dazu müsste die Rakete 200 Mal größer sein. Deshalb kühlt man den Sauerstoff extrem stark herunter, bis er bei minus 183 Grad flüssig wird. Er hat dann so eine wunderschöne blassblaue Farbe, ist aber unheimlich leicht entzündlich. Ja? Würde ich dieses Teelichtschälchen statt mit Wachs mit flüssigem Sauerstoff füllen und es dann anzünden, dann wäre es im Bruchteil von einer Sekunde mit einer großen Stichflamme verbrannt, der Plastikbehälter mit dazu und ein Teil der Tischplatte außerdem. Ich glaube, das machen wir lieber nicht. Aber zurück zur Rakete. Die Rakete hat in 2 getrennten Tanks, die sie mitführt, in einem Kerosin, das ist so etwas wie ein bisschen leichterer Diesel, und im zweiten hier transportieren sie eben reinen Sauerstoff in flüssiger Form, der ist doppelt. Da braucht man doppelt so viel wie Treibstoff. Und beides wird dann in diese Brennkammer hier unten geleitet, dann gezündet und dann boom, ne? Rückstoß, die Rakete fliegt. Sauerstoff kann aber nicht nur heiß und explosiv, sondern auch ganz friedlich sein und sich ganz langsam mit anderen Stoffen verbinden. Er dockt nämlich an ziemlich alles an, was Kohlenstoff enthält. Am Saft von Äpfel zum Beispiel, ja, wenn man so einen Apfel aufschneidet und ihn dann ein paar Minuten nur an der Luft liegen lässt, schon passiert kalte Verbrennung, also Oxidation. Verbindung mit Sauerstoff, das erkennt man an dieser braunen Farbe. Auch hier bei der Avocado oder hier bei diesem rostigen Nagel hat überall Sauerstoff angedockt. Ihr ahnt schon, Sauerstoff wird uns in der Supermolekülminute immer wieder begegnen. Wow, lieber Gott.